90, Taina Barrios. Ist ja eine Torlauf-Spezialistin, erste Zwischenzeit. Und jetzt weiter mit ihr. Fazak Duse, 25-12, da hat sie schon einen Rückstand von 16. Bevor wir über das Zwischenresultat sprechen, schauen wir auf die Startnummer 16, auf Katrin Zettel, die nämlich jetzt an die Reihe dann kommt. Ja, Katrin, du hattest ja eine, ich würde sagen, einen beinahe schmerzfreien Sommer. Das ist ja neu für dich, oder? Ja, also es war ein toller Sommer heuer. Ich hab sehr, sehr intensiv und gut Kondition. Also für das, dass uns alle so ein schlechtes Wetter vorprognostiziert haben, sind wirklich sensationell viele Fans hier heraufgekommen. Danke mal der Maße. Und deshalb war alle 7 Zehntel hinter Tina Maße, deren Fahrt, glaube ich, jetzt schon in die Geschichte von Sölden, aber vor allem von dem Ski-Weltcup aufgrund eben des neuen Materials eingehen wird. Startintervalle, die werden jetzt kürzer. Auf der Piste jetzt mit der Startnummer 17, Tina Beirather aus Liechtenstein, kurz vor der zweiten Zwischenzeit. Second Intermediate Time vor Beirather, 52-60, 52.60. Übrigens Informationen für die Fans, heute am Abend gibt es in der Freizeit Arena das populäre und beliebte Oktoberfest und natürlich am Abend auch die Siegerehrung und die Vergabe der wichtigsten Herrenstartnummern für morgen. Tina Beirather, kurz vor dem Ziel, Endzeit, Final Time. 1:14.77 für die starke Speed-Spezialistin Tina Beirather, das ist Platz 4.